Okay, sehr gut. Now. Okay, okay, I'm going. Weißt du, das war dumm, dass wir, die unten in ja, wir haben nämlich die nicht, oben gemacht. Wir dachten nämlich, dass das nur ist, um das reinzustellen, dass das nicht so bleibt. Siehst du das? Hält doch! Also wenn du hier von der Seite guckst, dann sieht das ziemlich so aus, als würden wir sowas nicht so oft machen. Aber dann, geil! Hängt einfach. So ein Regen, wo Wachsarena gefahren ist, war das? Ich die Zeit hätte. Anschluss besteht an einen Regionalexpress in Richtung Stralsund. 17 Uhr, Gleis 1. Regionalexpress Richtung Dessau ist der Verkehrsleitung vorgemeldet. Ist leider noch keine Information eingegangen. Alles so lol. Es ist so. Es ist alles so maximal lol, was hier drin steht. Wirklich. Ich lese mein 2017er Tagebuch. Das ist einfach nur hilarious. Was? Wie kann man. Nee. Ich bin so froh über diese ganzen Tagebücher, die ich geschrieben habe, weil es ist einfach nur maximales Entertainment, das zu lesen. Also wirklich, allein schon ja diese Tagebücher zu lesen von so vor 2 Jahren oder von letztem Jahr ist halt schon so mega lol. Aber das hier zu lesen, das ist halt fast so, das ist halt so 7 Jahre her jetzt. Das ist auch krass, dass es 7 Jahre her ist, aber wow, was ist hier eine Party einfach.
Dass das so lange her ist, ist halt auch mega krass, aber so. Wow. Was da alles. Das ist so krass. Ich war da so maximal verknallt, einfach nur. Alter, ich muss das morgen unbedingt Jana zeigen. Sie wird das einfach hilarious finden. Ich bin gerade dabei, einen Vortrag auszuarbeiten für ein Auswahlseminar für ein Stipendium, was ich am Wochenende habe. Heute ist es also gerade Mittwochabend, 20.55 Uhr. Und es ist so krass, ich tue mich so schwer mit diesem Vortrag und habe mir, glaube ich, auch zu viel Zeit genommen, um den vorzubereiten, also zu viel Zeit eingeplant, sodass ich das jetzt so ewig hinzieht und ich weiß, dass ich mega viel Zeit zum Prokrastinieren habe, aber auch gleichzeitig so es jetzt schon ein Monat her ist, dass ich aktiv und intensiv an Hausarbeiten und so Uni-Sachen und Klausuren und solchen Sachen gearbeitet habe. Das heißt, es ist jetzt schon eine Weile her und eine Weile habe ich so nicht sowas gemacht, deswegen bin ich so ein bisschen raus. Und ich musste nur gerade daran denken, weil ich bin hier in meinem alten Kinderzimmer. Und ich musste so daran denken, wie ich vor ein paar Jahren hier saß und so in der Schule war. Irgendwie 11. Klasse oder so, und ich so meinte in einem Vlog, morgen bin ich beim Rhetorikwettbewerb und ich habe die Rede noch nicht geschrieben, aber ich schreibe die jetzt mal schnell. Und es ist jetzt Sonntag und ich muss sie morgen früh halten, lalala. Und dann habe ich die so innerhalb von diesem einen Tag geschrieben und dann war das so, also ist sie auch so mega gut angekommen und so, also eine starke Rede und ich war so, oha. Okay, und alle waren auch so, was, du hast dir in einem Tag geschrieben. Also das war mega krass. Und ich will nur sagen, ich kann mich mit dieser Person nicht identifizieren, weil ich kann sowas nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das geht, wenn man das nur schnell macht. Ich habe gerade angefangen, das so ein bisschen zu... Ich habe so sehr viel recherchiert. So ein ganzes großes... Naja, so groß ist es auch nicht. 4 Seiten. 3,5 Seiten habe ich so Recherche. Jetzt versuche ich das ein bisschen... mir ein Anfang zu überlegen und so. Und das hat schon mal ganz gut geklappt. Das war jetzt gerade ein großes Erfolgserlebnis, die letzten 5 Minuten. Aber ja, inhaltlich weiß ich jetzt nicht, ob das so mega stark wird. Und eigentlich ist es nicht schlimm, also, wenn ich dieses Stipendium nicht bekomme, weil ich dachte halt nie, dass ich irgendwie ein Stipendium bekommen würde. Jemals. Aber jetzt, wo ich so diese Chance dazu bekomme, bin ich so, ah ja, jetzt muss ich das unbedingt schaffen, sonst ist das so ein Misserfolg. Das ist halt Quatsch, das ist immer nervt. You know. I haven't done anything. Leute, ich hielt soeben meinen Vortrag und es lief gut. Ich habe diese Diskussionsrunde geleitet und es war gut, dass ich mir noch Subfragen überlegt habe gestern, nachdem die anderen das auch gemacht haben. Das war sehr wichtig und sonst hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Das war einfach sweet auch. Und 20 Minuten sind so kurz, man könnte so viel länger diskutieren einfach. Das ist krass. Naja. Thank you.
Fußbodenheizung. Nee, haben wir gesagt, nur den Heizkörper hier an der Wand, wo man auch die Handtücher ranhängen kann. Sind beide Banger natürlich. Oh ja. So eine Nacht. Das ist so eine coole Perspektive. Alter,
Schokolade. Unsere Auswahl. Müssen wir dann hinsehen. Congrats! Warte, warte. Also, ihr wollt wissen, was es mit den Spitznamen auf sich hat, die Raul Hernandez an Figuren gegeben hat. Ja, so ist es. Nun, die Spitznamen waren eigentlich nur ein Scherz unter Freunden. Doch irgendwelche Raudis. Na gut, Leute, ich hab das gebaut. Und so einem. Nicht langweilig, wollte er sich nicht einen Job suchen. Warum sprach er eigentlich kein Deutsch? War es für ihn nicht komisch, dass seine Frau arbeiten ging und er nicht? So unwohl ich mich bei diesen Fragen fühlte, wenn ich ganz ehrlich zu mir war, freute ich mich insgeheim darüber, dass mein Vater keinen Job hatte. Warte, ist das jetzt anschauen? Hübsch. Ich muss schon wieder Windhundeln. Diesmal geht es um Sportkurse. Es ist 9:01. Hey, wie ist es noch nicht? Es ist doch jetzt 9. Oh Gott, okay. Habe ich einen Pass oder frage ich mich? Auch schon ausgerufen. Ich. Alter. Das ist so fies. Ich habe mir nichts von mir mit 3 Sachen angemeldet. Gerade auf der Warteliste. Vor allem war ich irgendwie eigentlich relativ sicher, dass ich hier irgendwas bekommen würde, weil es noch nie ist, dass ich, na doch, also im ersten Semester habe ich halt mich bei einem Kurs angemeldet und den halt nicht bekommen, aber dann war ich auf der Warteliste und dann konnte ich da noch rein, ein paar Tage später. Also es könnte jetzt auch passieren, aber also im letzten Semester war das nie so schwierig.
Das ist so krass gerade. Vor allem so bei 4 Sachen. Als ob jetzt nichts geklappt hat. Boah, ist das klein. CSS Computational, CCS Computation, ah ne, CSS Computational Social Science. Ich freue mich so, weil ich hole einfach mein Fahrrad gerade aus dem Keller. Und ich bin so lange kein Fahrrad gefahren. Ich fahre sonst so jeden Tag Fahrrad. Habe ich meinen Schlüssel? Ja, okay. Ich durfte einfach die letzten 6 Wochen aus gesundheitlichen Gründen kein Fahrrad fahren, weil ich das Zeug in Stoppfragen hatte. Und jetzt wird es wieder so schön. Schaut es euch an. Wie schön. Hätte ich sie natürlich nicht gelernt. Hä, hey, ich bin doch eine Lady. Ladies don't do coke. Alter, okay, ich sehe aus. Ich sehe aus, wie eine Kardashian. Oh mein Gott, Leute, meine Freundin Jana hat einfach Pancakes gemacht. Yippie! Wow. Wow.